Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Intensivbox von Kaputt. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album, zur Box und iTunes findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Intensiv von Kaputt aus dem Jahr 2015. Wir haben hier eine weiße Box mit grünem Aufdruck. Hier oben lesen wir Eisenwald intensiv präsentiert. Und dann haben wir hier mit mir oder gegen mich Kaputt. Also das hat mich am Anfang auch etwas verwirrt. Das Album, ob das jetzt mit mir oder gegen mich heißt oder doch intensiv. Meines Wissens war jetzt der endgültige Titel des Albums intensiv. Und mit mir oder gegen mich war quasi so ein Untertitel bzw. ja, Alternativtitel des Albums. Auf die Box hat es anscheinend doch mit mir oder gegen mich geschafft. Wir schauen dann gleich noch, wie die CD oder das Cover aussehen, ob da auch dieser Titel oder dann doch intensiv drauf steht. Die Box ist schlicht gehalten in weiß, wie gesagt, grüner Aufdruck. Ansonsten komplett in weiß. Wir haben hier einen QR-Code und einen Barcode. Ich habe es dann mal versucht, diesen hier einzuscannen mit so einer Handy-App. Hat leider zwar eine URL ausgegeben, aber der Link war dann irgendwie tot. Eventuell, weiß ich gar nicht, ob das über noch funktioniert. Also bei mir leider nicht mehr. Wir haben hier so eine dünne Pappbox, die man hier oben dann öffnet. Wir haben hier einmal ein T-Shirt. Das dürfte dann wohl ein Poster sein. Das Album an sich. Ist die Frage, was wir hier finden. Und das dann eventuell die Instrumentals. Leider nicht beschriftet. So, Box machen wir mal wieder zu. Also, diese zwei muss ich mir noch anschauen. Aber wir starten auf jeden Fall mal mit dem Album an sich. Mit mir oder gegen mich lesen wir hier wieder in grüner Schrift, aber davor steht intensiv. Darüber lesen wir Kaputt, Eisenwald intensiv präsentiert. Super Jewel Case, gefällt mir gut. Und dann haben wir natürlich noch den Künstler abgebildet. Kaputt persönlich. Rückseite ist nicht beschriftet, also die Seite hier ist blank. Und dann haben wir die Tracklist, 25 Tracks an der Zahl, das ist eine Menge. Und wir haben einige Features. Wir haben unter anderem Features von, die beiden sagen mir vom Namen her nichts, ich hoffe, man kann das lesen, Classic und Faiso. Dann haben wir Features von Motrip, Ado Kojo und Echo Fresh. Darunter in grün auch jeweils noch die Beat-Produzenten angeführt, jedes Tracks. Auch hier wieder Barcode und natürlich Credits. Dann schauen wir mal hinein. Okay, also Booklet haben wir keins, wir haben hier wirklich nur das Cover. So wie so ein Einleger und der auf der Rückseite ist der blank. Schade. Und dann haben wir die CD. In weiß, auch wieder hier mit der grünen Schrift, mit mir oder gegen mich. So sieht das aus. Dann haben wir diese beiden CDs. Also ich gehe mal stark davon aus, dass das die Instrumentals beinhaltet. Wir haben einfach eine durchsichtige Folie. Mit mir oder gegen mich. Und dann haben wir diese hier. Ich frage, ob das eine CD ist oder eine DVD. Wir schauen mal ganz kurz, ob da noch irgendwas rauszufinden ist. Nein, wirklich nur Kaputt. Eventuell sogar selber beschriftet. Und hier ist auch nichts mehr zu sehen. Okay, da werde ich vielleicht kurz mal dann in der Zwischenzeit nachsehen, was wir auf dieser CD und auf dieser CD zu erwarten haben. Das erkläre ich euch dann noch. Dann haben wir ein Poster.
So sieht das aus im Hochformat. Eisenwald intensiv präsentiert mit mir oder gegen mich. Und dann haben wir wieder kaputt abgebildet. Dürfte wohl dasselbe, jawohl, Foto sein, das wir auch schon vom Cover kennen. Rückseite blank weiß. Das Ganze im Hochformat. Und dann haben wir noch ein T-Shirt. Und hier lesen wir auch wieder mit mir oder gegen mich in grüner Schrift. Neckprint haben wir keinen. Und wir haben es zu tun mit einem Gilden Heavy Cotton in der Größe L. 100% Baumwolle und made in Nicaragua. Grüße gehen raus. Wir schauen uns das Ganze nochmal kurz im Detail an, wie das getragen aussieht. Und so sieht das Ganze dann getragen aus. Also wir haben den grünen Schriftzug mit mir oder gegen mich quer über die Brust. Ich muss ganz ehrlich sagen, sowohl von der Farbe als auch etwas von der Schriftart erinnert mich das Ganze sehr stark an High und Hungrig von Jesus & Bones. Ich bin jetzt generell nicht so der große Fan von Grün, deswegen werde ich dieses T-Shirt eher nicht tragen, aber es hat auf jeden Fall was. Also der Schriftzug sieht auf jeden Fall gut aus in meinen Augen, auch wenn die Farbe mir nicht so zusagt. So, und jetzt habe ich mir in der Zwischenzeit nochmal kurz angesehen, was es mit diesen beiden CDs auf sich hat. Also, das ist, wie bereits erwartet, die Instrumental-Version. Bedeutet, hier haben wir 24 Tracks nochmal als Instrumentals drauf. Und diese merkwürdige CD ist das Demo-Tape aus dem Jahr 2003. Also das damalige Demo-Tape von Kaputt, was er bei Optik abgegeben hat, beziehungsweise was dafür gesorgt hat, dass er bei Optik dann unter Vertrag genommen wurde. Diese Tracks, die damals auf dem Demo-Tape waren, wurden da auf diesem Rolling nochmal draufgebrannt in der Originalfassung. Und genauso wie er das damals abgegeben hat, auch hier handsigniert mit diesem Kaputt-Tag, mit diesem Schriftzug, mit schwarzem Edding beschriftet. Ja, also hier haben wir dann nochmal 25 Tracks zusätzlich drauf. Ja, zum Abschluss fassen wir nochmal kurz zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal das eben gezeigte T-Shirt. Dann eben dieses Demo-Tape, dieser Demo-CD mit 25 Tracks. Die Instrumentals zum Album, leider nur in dieser Plastikhülle. Das Poster, einseitig bedruckt im Hochformat. Und natürlich das Album an sich im Super Jewel Case. Das alles in dieser wunderbaren Box, mit mir oder gegen mich, von Kaputt. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare. Und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Kaputt unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.